Als ich dich in den Tempel der dunklen Seite geschickt habe, den Brecher zu holen, dachte ich, ich hätte dich zum letzten Mal gesehen, meine Schülerin. Der Gefangene wird immer schwächer. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Tritt zurück und sieh zu. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich werde nicht. Ja, der Brecher hat seinen Geist gewonnen. Ausgezeichnet. In seinem Zustand bleibt nicht viel Zeit, bis die Qual sein Hirn zum Schmelzen bringt. Wenn er eins hat, sieht schmerzhaft aus. Lasst ihn bluten, nehmt ihn nicht zu hart. Ich hoffe, die Ergebnisse sind blutig und grausam. Der Anblick ist mir egal, solange ich höre, was ich will. Republikanischer Wurm, du hast die Information, die ich verlange. Sag mir alles. Ich bin vom Informationsdienst der Republik auf spezieller Mission, um einen möglichen imperialen Spion auf Nar Shaddaa zu enttarnen. Im Dienste des Jedi-Rates. Auf einen Verdacht von Meister Nomen Kaar hin. Nomen Kaar, das ist ein Name, den ich nicht mehr hören kann. Okay, ein Jedi? Ich nehme an, einer eurer Feinde. Mein längster und verhasstester Feind. Eine alte Wunde, die nicht aufhört zu eitern. Nomen Kaar ist ein Jedi-Meister, der die Sith infiltriert hat. Ich konnte ihn stellen, doch er tötete mich beinahe und floh. Er will unbedingt beweisen, dass die Sith Spione in den Rängen der Republik und der Jedi haben. Ich konnte ihn stets abwehren, doch er ist hartnäckig. Wie konnte Nomen Kaar meinen Spion auf Nar Shaddaa vermuten? Sag es mir, republikanischer Wurm. Was hat ihn alarmiert? Meister Nomen Kaar hat einen neuen Padawan. Sie scheint das Wesen aller Lebewesen zu erkennen. Sie spürt versteckte Dunkelheit und ungenutzte Reinheit. Erstaunlich. Ich habe nie gehört, dass die Macht diese Gabe verleiht. Sag mir, wie ihre Kraft funktioniert. Ich weiß nur, als Meister Nomen Kaar sie nach Nar Shaddaa gebracht hat, spürte sie Dunkelheit in eurem Spion, als sie ihn bloß angesehen hat. Das ist eine ernsthafte Bedrohung. Das ist der Untergang, den ich gespürt habe. Die Erschütterung der Macht. Wenn diese junge Padawan-Schülerin Täuschung und Tarnung so leicht durchschauen kann, bedroht sie alles, wofür ich gearbeitet habe. Rede weiter, republikanischer Hund. Kaar glaubt, dass die Fähigkeit seines Padawan unfehlbar ist. Doch der Jedi-Rat ist skeptisch. Ich sollte den Beweis liefern, doch ich konnte keinen Bericht erstatten. Noch ist kein Schaden angerichtet. Vielleicht noch nicht. Doch wir dürfen diese mögliche Untergangswaffe nicht in der Galaxis umherstreifen lassen. Wer ist diese Padawan-Schülerin, du republikanische Pest? Sag mir alles, was du über sie weißt. Man fand sie auf Alderaan. Ihre Kraft trat während der Ausbildung auf Tatooine in Erscheinung. Und Jedi haben einen anderen Agenten geschickt, um jemanden auf Balmorra zu untersuchen. Er wird ohnmächtig. Ist sie menschlich oder ein Fremdling der Jedi? Wo kann ich sie finden? Wie heißt sie? Ich habe nichts. Nichts mehr. Oh, tot. Die 3D-Brille war zu heftig. Der Brecher hat seinen Geist gelehrt. Mehr
denen Nomen Kar und seine Padawan-Schülerin waren. Wir tappen nicht mehr im Dunkeln. Es ist ein Anfang, Meister. Das Gerät hat es geschafft. Du hast recht. Wir haben jetzt Hinweise, denen wir folgen können. Nomen Kar ist ein rastloser Kreuzritter. Und diese Padawan-Schülerin mit ihren einmaligen Fähigkeiten bedroht alles, was ich erreicht habe. Deine Pflichten bringen dich wahrscheinlich in die entfernten Teile der Galaxis. Ich muss dich nach meinem Willen einsetzen. Du sollst dein eigenes Raumschiff erhalten. Du hast es dir verdient. Geh zu meinem privaten Hangar im Raumhafen und nimm es entgegen. Juhu. Ihr seid äußerst großzügig, Meister. Spar dir die Dankbarkeit. Ich muss über unseren nächsten Schritt nachdenken. Verschwende keine Zeit. Geh zu deinem Raumschiff in meinem Hangar und warte auf weitere Befehle. Ja, Raumschiff! Jetzt geht's los! Na endlich! So. Renn! Renn! Renn, wie du noch nie gerannt bist! Muss dahin! Wo muss ich eigentlich lang? Zum Raumhafen halt, hier lang. Ja, ja. Hier, hier. Du, guck mal, da kommt uns jemand entgegen. Ab, da runter. Juhu. Ah. Kannst du die leise abnippeln? Nippel, du hast Nippel gesagt. Ich glaube, ich bin gerade einfach bei an Raylan vorbeigerannt und runtergekommen. Lol. Er war, glaube ich, hinter uns. Hat er nicht gesagt, er will im Raumhafen warten? Ja, eigentlich schon. Bis ganz nach unten fliegen? Genau, ganz nach unten fliegen. Aber wir können auch Raylan warten, dann fliegen wir zu dritt. Zu spät. Los, Taxi, Super Speed! Ui. So, was gibt's denn hier? Titel wählen, hab ich Titel? Hast du Titel? Habe ich Titel. Gaming muss die Gnaden los. Also wohin fliegst du jetzt? Nach rechts, ne? Zum Raumhafen. Weiß ich nicht. Genießen Sie. Warum kann ich keinen Titel aktivieren? Weil du kein Abo bist. Alter, das nenne ich mal Scheiße. Sonst hätte ich nämlich ganz viele coole Titel, wie für Gaia der Gnadenlose oder dann da, wo ich jetzt gerade Gaia, Geißel der Hutten. Ach, da hinten muss ich hin. Hier ist noch einer aus der Schwarzen Armee. Pangeras. Oi. 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 Also nach rechts musst du, ne? Ja, toll. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Fahre ich jetzt wenigstens auf dem Moped. Hat 178 Credits. Arme Sau. 24.000. Ja. Das eigentlich, was er mir da gegeben hat. Soll das sein? Wollen wir das irgendwie angucken? Das Schiff. Oh, das sieht ja geil aus. Aber damit Leute abschießen. Aber ein bisschen verrostet. Also lackieren hätte das wegen schon können. Akku gut. Gut, für geschenkt ist das okay, aber die Lackierung, ja, machen wir dann in der Werkstatt. So, wir kommen an. Macht ihr gerade Penislängenvergleich mit eurem Geldbeutel? Nein, wir machen Penislängenvergleich, genau. nein, wir machen Penislängenvergleich. So, da drüben muss ich hin. Renn! Nicht feststecken, renn! Jeder muss auf sein eigenes Schiff wegen den Klassenquests. Das heißt, du gehst auf deins und ich gehe auf meins. Dum, dum, da, dum. Da. Drück die Tafel. Raumhafen. Hangar? Raumhafen? Hangar. Hangar. Hangar, Raumhafen. Raumhafen, Hangar. Ich bin jetzt hier. So. Ich hoffe, ihr habt euch wenigstens mal das größte und teuerste Damm ausgesucht oder genommen. Für mich. Ui. Video.
bin auch voll der Imba-Heal. Oh, Video. Oh, was ist das denn für eine Missgeburt? Entschuldigung. Also mein Schiff gefällt mir. Wort mit euch, wie nett von ihm. Tada. Und wir heben ab mit unserem Raumschiff. Oh, ich hab vom Lord Gratan den besten Attentäter bei mir. Ihr redet zu viel, angreifen. Kannst ihm sagen, ich muss kämpfen. Gegen den Golden! Ja! Stirb! Komm weg! Ja, du hast Fete dabei. Ich hab die gar nicht draußen, weil du deinen draußen hast. Nein, ich hab gar nichts draußen. Na klar, ich seh's doch. Ah, ich aktiviere jetzt einfach alles. Alles! Juhu, da ist mein Roboter. Oh, stirb! Ich bin 2VR8. Oh, ich mache ihm hier gar keinen Schaden. Friss dies und das. Während du am Kämpfen bist, bin ich mit meinem Roboter am Labern. Ah, nein. Oh, die Lebensbalken sind gleich auf. Welche Funktion übernimmst du auf meinem Schiff? Ja, er ist sein das niedriger. Stirb! Funktionen programmiert, darunter unter anderem die Zubereitung von Mahlzeiten. Er ist tot. Schiffswartung, Reinigungsdienste und Etikette. Ach, ist das schon? Willkommen an Bord dieses imperialen Abfangjägers der Fury. Erstmal. Einem vielseitigen Schiff, das die Manövrierfähigkeit eines Raumjägers mit einer Bewaffnung kombiniert, die auch größeren Militärschiffen trotzt. Meine Herren, was eine Action. Alle gewohnten Annehmlichkeiten sowie einen eigenen. Das soll mein Raumschiff sein? Ja, für den Anfang nicht schlecht. Die Astrogation-Konsole eine ständig aktualisierte Karte der bekannten Galaxis. Kriege ich jetzt den R2-D2? Nein, den C3PO. Wichtige und nützliche Hinweise finden Sie in der Oh, mein Raumschiff hebt ab. Und über das Intercom des Schiffs können Sie Ihre Crew über neue Befehle informieren. Haben Sie noch Fragen? Was für ein Riesenraumschiff ich geschenkt gekriegt habe. Hör auf, mir das Schiff zu verkaufen und steh mir nicht im Weg rum. Ich verspreche. Können wir das Ding jetzt selber fliegen? Auf essentielle Informationen zu beschränken. Vorzeitige Deaktivierung. In Flugmissionen zum Beispiel, ja. Geile Sache. Ah, jetzt bin ich in dem Raumschiff. Und du bist nicht da, hä? Nee, ich bin auf meinem Raumschiff. Dein Raumschiff ist Schrott, komm zu mir. Ich kann später bei dir mitfliegen, aber ich muss halt meine Quest jetzt auf meinem Schiff annehmen. Oh, was ist das denn, mein Gefährte? Wenn Sie bereit sind aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Sie wird die gewünschten Astrogationskoordinaten programmieren und die Triebwerke aktivieren. So. Juhu, ich mache ein Duell gegen Raylan auf meinem Dings. Juhu, Duell! Ach, verdammt, war knapp. So, jetzt muss ich noch dieses komische Ding da an meinem Schiff benutzen. Oder auch nicht. So, wo muss ich denn überhaupt hin?
Oh, Reisen nach Balmora. Balmora. Warst du schon, Robo-Bär? Oh, zwei Quests auf meinem Schiff. Wo soll die zweite sein? Hinten ist ein Schlüssel angezeigt. Schlüssel ist dein Spind, da kannst du Sachen holen und so. Ah, hier ist noch eine Quest angezeigt. Was ist das für eine? Das ist quasi, das sind die Flugmissionen. Da kannst du Flugmissionen, da können wir richtig geil EP sammeln. Bist du das, mein Schüler? Exzellent. Du bist sicher auf Screen quasi. Ich hoffe, okay. Du bist bereit für etwas Arbeit. Ich habe eine Idee, wo sich das Artefakt auf Balmora befinden könnte. Ich habe jetzt den angeschwätzt. Ich werde einfach mal mit ihm sprechen. Jo. Was genau wird von mir verlangt? Nun ja, sagen wir einfach, die Bedingungen haben sich geändert, seit Tulak Hort das Artefakt versteckt hat. Tulak Hort hat das Artefakt in einer Kammer auf Balmora versteckt. Sie wurde später von den Balmoranern zur Lagerung von Giftmüll verwendet. Doch die Kammer wurde im letzten Krieg schwer getroffen. Dort ist jetzt ein Krater, gefüllt mit giftigen Abfällen. Oh, ich soll die Staffel anführen? Gut. Ich bin offen für Vorschläge. Bestimmt habt ihr einen Plan, wie ich dorthin gelange, nicht wahr? Leider hatte ich noch keine Zeit, einen Plan zu schmieden. Du musst dir selber etwas einfallen lassen. Versuch, den imperialen Ressourcenoffizier hier auf Balmora zu kontaktieren. Major Bessica. Kämpf für meinen Spind! Und vielleicht hat er einige gute Ideen. Warum nimmt er jetzt die Quest nicht mit? Egal. Er wird tun, was können wir später noch machen. Pass nur auf, dass du nicht einen Wo ist mein Spind? Verlierst. Das Imperium ist mein Spind. So sieht unser Spind aus. Da ist... Offiziell handelt es sich um eine Durchschnittsmiliz. Mit Kartellmünzen kannst du sofort 80 laden. Blablabla. Nein. Tschüss. Gut. Da ist Spind. Und ich mal Schuhe drin lagern hier. So, was machen wir jetzt? Oh, Barres. Oh, Barres. Bin ich zufrieden? Hätte größer sein können, aber... Die Republik mag ja von sich behaupten, dass sie friedliebend ist. Aber sie hat einen gut geschmierten Militärapparat. Das sind keine Bauern mit Mistgabeln. Aber der Krieg ist zweitrangig im Vergleich zu dem Artefakt. Finde das Artefakt und versuch diskret zu sein. Wir wollen ja nicht, dass der gesamte Sith-Orden hinter unserem Preis her ist. So. Ich spreche gerade noch mit Barres. Ja, mach das. Ich bin immer tödlich. Wähle eine Belohnung. Kostenlos geringer Erfahrungsschub oder Lichtschwert, was besser ist. Also, ne, was ist das? Duellantenlichtschwert? Mhm. Oh, der Erfahrungsschub ist aber auch nicht so schlecht. Den kriegst du automatisch, glaube ich. Wenn er oben angezeigt wird, kriegst du den auf jeden Fall. Ja, stimmt. Dann nehme ich das Schwert. 14, so. 16, 8 und das. Bist du eigentlich schon auf dem Weg nach Balmora gewesen? Hast du das auf der Sternenkarte ausgewählt? Nein. Ich weiß gerade gar nicht, wo man von der Waffe eigentlich den Schaden sieht, den Grundschaden. Haltbarkeit? Die hat keinen Nahkampf, Grundschaden. 26,0 bis 38. 55,0 bis 83. So, ich bin da und werde auf die warten. Ich merke gerade, ich hatte ein richtiges Schrottschwert an. So, wo ist die Sternkarte? Ist das jetzt... Vorne im Cockpit. Im Cockpit? Ja, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Im Cockpit. Cockpit. Heißt das nicht irgendwie Schwanzloch übersetzt? Pit? Heißt das nicht Loch, oder? Grube, glaube ich.
glaube, ich habe gerade das Schiff verlassen, oder? Ich bin im Video. What the fuck? Bitte mit dir, ich bin jetzt wieder auf Drum und Cars. Ja, Drum und Cars. Also zeig mir, bis der Ladebildschirm hat. Ich würde sagen, nach den Folgen werden wir erstmal shoppen gehen. Da das sich eh schon alles immer hinauszieht, machen wir das offscreen und dann schauen wir mal. Jo, richtig. Ich renne hier um eine Statue, während du auf dem Weg nach Balmora bist. Ich bin immer noch im Loading Screen. Jetzt bin ich auf Drum und Cars. Ich gehe in mein Schiff. Oh Gott. Und wir starten mal wieder. Musst du doch noch tanken. Kann man hier nirgendwo hochklettern, solange, während du da irgendwie... Warte, kann ich irgendwie das Video überspringen? Das kennen wir schon, wie wir starten? Ja, Leertaste. Oh yeah, so. Ich hab mich zum Hängen gebracht. Bin in meinem Schiff. So, jetzt musst du vorne ins Cockpit. Ins Cockpit. Ich bin Cockpit. In meinem Schiff und packe meine Koffer. Ah, hier. Ich war doch eben schon im Cockpit, nur ich habe in die falsche Richtung geguckt. Muss ich auf meinen Stuhl klicken? Oh, nö, ich setze mich da einfach nur drauf. Geile Sache. Und da musst du auf die Sternenkarte klicken. Die Sternenkacke? Auf die Sternenkacke, genau. So, da haben wir... Oh, da sind zwei Gesichter. Auf der... dem Planeten, zwei lila. Balmora musst du. Ist, glaube ich, unten Sternwelten. Balmora, der Verdacht. Ja, da sind aber so zwei lila Köpfe, da will ich nicht hin. Ja, das sind wir. Ich weiß doch. Balmora, der Verdacht. Was, Stufe 16 bis 20? Da können wir ja gleich wieder gehen. Ja, machen wir einfach nur die Klassenquest. Reisen. Seht ihr mich eigentlich mit meinem Monsterschiff dann da ankommen? Nein, das ist ja im Hangar. Nur weil ihr neidisch seid. Ja, schwätz nicht, dann ist gut. Ich versuch so lang auf Dinge hochzuklettern. Wie immer. Gut, ich weiß, dass wir uns da widersprechen. Bin ich jetzt eigentlich gelandet, oder? Ich probiere jetzt einfach nochmal aus dem Raumschiff rauszugehen. Wenn ich dann wieder in Drum und Cars stehe. Solange du bei Mocha angeklickt hast? Nee, ich habe daneben geklickt. Ach so. Öffne die Tür. Warte, Rettungskapsel? Was? Du hast die falsche Tür geöffnet. Und, was, wo ist denn hier der Ausgang nochmal? Ah, jetzt komme ich nicht mal durch die Tür durch. Was ist denn heute los mit mir? Wo ist denn hier der Ausgang? Das ist das Rettungskapsel. Nein, das ist nicht der Ausgang. Der Ausgang ist, wenn du von der Rettungskapsel aus zurück zum Hauptdienst gehst. Oh, Peter, und links. Was machst du denn hier? Hä? Flirten? Da hinten ist auch wieder nur Rettungskapsel. Kann nicht sein, dass ich noch im Flug bin oder so? Nein, komm, steig jetzt irgendwo aus. Du bist doch schon längst auf dem Planeten. Startet Rettungskapsel. Geht nicht. Ich hätte den Ausgang nicht. Oh, da ist ein Ausgangssymbol. Du bist der epischste Sith-Lord, den es gibt. Willst du damit jetzt irgendwas andeuten? Oh, Schiffsausgang. Ich hab ihn gefunden. Ich fühle mich so gut dabei. Balmora. Oh, schön. Wir sind gelandet. Und noch aus dem Ladebildschirm raus, dann ist alles gut. Oh, Mali kommt wieder mitzocken. Hallo, Mali. Hast du ihm jetzt auch etwa erzählt, dass ich zu doof bin, den Ausgang zu finden? Nein. Nein. Dadadam, dadadam. So, aber ich glaube, wir sind gleich am Ende schon der Folge angekommen. Warum nur?
Hüpf. Ja, Mann. Erzähl mal, was wollte denn Barras jetzt von dir? Was wollte Barras denn? Er hat mir meinen Kontaktmann genannt und der wollte, dass ich seine Spione auslösche, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass keine Informationen mehr von ihm irgendwo hinkommen können. Oder? Okay, also müssen wir gucken. Du hast ja gehört, dass die Jedi so einen Spion haben oder einen Padawan, der alles sehen kann, und ich soll jetzt seine Leute ausschalten. Beziehungsweise ich kriege von seinen Kontaktmännern hier neue Aufgaben. So, da wir jetzt hier nur die Klassenquests machen, lassen wir den ersten NPC hier schon links liegen. Er steht auch links. Und wir gucken uns kurz den Planeten an und dann war's das mit der Aufnahme. Da ist er. Der Planet. Er kann nicht noch bei Moa reisen. Armes Schwein. What the fuck? Ich bin Level 19. Ja, du bist Level 19. Komm, guck's dir an. Oh. Erstmal in meinen Talentbau. Und übernehmen. Ja. Tada! Gut, und damit werden wir die Folge aber jetzt hier beenden, auf diesem komischen Klotz. Klotz. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt erst nochmal dann offscreen ein bisschen shoppen und uns umstylen und alles drum und dran machen und sehen uns dann einfach frisch gestylt in der nächsten Folge. Jo, so schaut's aus. Bis dann. Ciao.